Danke für Ihr Interesse an Pokémon Mundweiß. Viel Spaß beim Spielen. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Ulm. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ich denke, wir brauchen keine Hilfe. Und herzlich willkommen zu oder bei Pokémon Mondweiß. Das ist nämlich ein Pokémon-Spiel von Stevie. Und ja, dann fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe noch das Spiel noch nicht angespielt, aber das werden wir gemeinsam zocken. Ja, Pokémon habe ich gespielt. Ich denke, jeder hat mal Pokémon gespielt. Deswegen brauchen wir jetzt keine Hilfe zu anzunehmen. Nein, danke. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Dabei habe ich mich besonders auf die Beziehung zwischen Mensch und Pokémon spezialisiert. Wir wissen noch nicht alles über die Pokémon. Es gibt noch so viele Geheimnisse zu lüften. Darum widme ich mich jeden Tag. Zunächst sollst du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich glaube, das sieht man doch. Ich bin ein Mädchen. Nee, ich bin ein Junge. Hallo. Nun, wie sagst du, ist dein Name noch gleich? Ja, nehmen wir unsere altbekannte Name, die ich genommen habe. Ich hoffe, das passt. Ich denke, das passt sogar perfekt. Ich bin da so froh. Bin so. Du bist also Perseid. Ja, das bin ich. Perseid. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Das hoffe ich. Alle Anfang ist schwer. Ein Sechstel frische Luft schnappen gehen. Ein Sechstel frische Luft schnappen gehen. Oder ja, eins von sechs. Frische Luft schnappen gehen. Eins von sechs Aufgaben, nehme ich mal an. Okay, so kann ich. Okay, ich wollte doch mal die Tasten gucken. Denn ich fange immer mit der Tastenkontrolle an. Das sieht auch sehr nice aus. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ich das hier so eingestellt. Font, Text, Speed und so weiter. Habe ich mir mal die Zeit erlaubt, dass mir das vorher mal einzustellen. Ich finde, das sieht echt nice aus. Dann gehen wir mal eben frische Luft. Hallo? Was war das denn? First boot up the PC. What do you want to do? Okay, das ist jetzt in Englisch. Move toward and deposit those item. Ich glaube, der PC ist in Englisch. Hello, what's up? What do you want to do? Nichts. Gar nichts. Okay. Ich kontrolliere hier mal nochmal. Was ist das? Buch? Essen? Ich glaube, Stapel und aufgeräumte Bücher. Meine Sammlung an Pokémon-Fanartikeln. Meine Sammlung Pokémon-Fanartikeln. Ja, Fenster ist. Mein Spiegelbild sieht gut aus. Ja. Ja, das ist korrekt. Mein Spiegel sieht auch echt gut aus. Wenn ich aus dem Fenster schaue, schaue ich nur mich an. Und nicht wo die. Den Film kenne ich schon. Was lief denn da? Meine Spielkonsole. Ich nehme an, eine Wii oder was anderes. Wie auch immer das ist. Darf ich nochmal die Zeit gucken? Der Herd ist ausgeschaltet. Der Kühlschrank ist randvoll. Darf ich mir was zu essen holen? Gehen wir einfach mal raus. Also bei mir ist es gerade 16:40 Uhr. Fiola. Hm.
Das Meer. Perseid? Er spricht mit uns. Hallo. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Wir wollten das Meer blicken. Ich verstehe. Du vermisst sie, oder? Es ist auch schon ziemlich lange her, dass deine Mutter in das Niemandsland gereist ist. Meine Mutter. Aber sie kommt ja bald wieder zurück. Ich vermisse sie so sehr. Weißt du, Bersfield? Ich könnte kurz deine Hilfe brauchen. Mein Kollege Bill ist zurzeit in der Gegend. Wir haben gemeinsam mit einer Maschine gearbeitet, die den Menschen dabei helfen soll, den perfekten Pokémon-Partner zu finden. Nun, wie soll ich sagen? Wir haben die Maschine gestern fertiggestellt. Sie funktioniert einwandfrei. Komm später einfach in mein Labor. Ich erwarte dich dort. Okay. Unsere Mutter? Wo ist unsere Mutter? Mama. Ich vermisse sie so sehr. Aufgabe 2 von 6. Professor Tanz Daburgin. Also er heißt also Professor Tanz. There are two Owen berries. Would you like to pick the berries? Yes. Okay, die einige Texte noch in Englisch. Pursuit put the two Owen berries in the berries pocket. The soil returned to its soft and loamy state. Kommt es mir so vor, dass jetzt der Soundtrack ein bisschen lauter geworden? Ah, hier kann ich das nicht einstellen. Egal, ich hoffe, ihr könnt mich immer noch hören. Hallo, hallo, hallo. Okay, ja, ihr könnt mich noch hören. Ich habe nur etwas geguckt, ob jetzt das... Da kann ich jetzt nicht durch. Hm, verschlossen. Ja. Wenn jetzt Besucher kommen, ist es auch verschlossen. Viola. Ich habe nur geguckt, ob der Soundtrack leise ist als meine Stimme. Ist es tatsächlich. Aber nur in meinen Ohren hört sich das nur so laut an. Eine Lampe. Okay, was sagst du? Hallo Percy, schöner Tag heute. Findest du nicht auch? Ja. Wenn kann ich nicht. Okay. Ja, geh weg. Hallo. Hallo. Ich will nicht in deinen Arsch gucken. Jetzt geh weg. Danke. Hier ist nichts. Oh, hallo, wohnst du hier in Foliola? Schön, wir sind deine neuen Nachbarn. Oh. Wer ist das? Puh, das ganze Kissenschleppen hat mich hungrig gemacht. Interessant. Wir sind also neu umgezogen. Nein, die sind neu umgezogen. Sonst wird es ja keinen Sinn machen. So, wir müssen... Ne, ist da wieder eine Wohnung. Wer ist das? Hallo, Papa arbeitet immer so lange. Aber ich glaube nicht groß im Licht auf die Pokémon erforschen. Achso, es ist seine Tochter. Interessant. Ich geh mal rein. Boah, hätte ich lieber Turbo-Treter oder so. Ich laufe ja extrem langsam. Aber ist eigentlich angemessen. Es gibt ja Schlimmeres. Ah, Percy, da bist du ja. Ich habe schon auf dich gewartet. Folge mir, ich möchte dir meinen Kollegen Bill vorstellen. Er ist eine Genie und er hat schon viele bahnbrechende Erfindungen gemacht. Okay, wie sieht sie denn aus? Bill, hast du kurz Zeit? Hä? Oh ja, ich habe gerade nur ein paar kleine Checks durchgeführt. Nichts Wichtiges. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das hier ist der Sohn von Professor Erle. Wer ist Professor Erle? Oh, hallo, schön, dich kennenzulernen. Und Perswit, hat dir der Professor schon von der Maschine erzählt? Wahnsinn, oder? Das wird vielleicht meine größte Erfindung überhaupt. Bill, du sagst, die Maschine wäre bereit. Hast du etwas gegen einen kleinen Test? Nicht im geringsten, Professor.
Ich denke, ein Testo wäre jetzt genau das Richtige. Pursuit, wie sieht's aus? Gerne. Du sollst für einen wichtigen Test lernen und draußen fängst an zu schneien. Was machst du? Ach so, wie sieht das? Brr, ich hasse Schnee. Ich gehe natürlich raus. Ich lerne weiter. Ja. Wenn es draußen schneit und ich lerne und ich für einen Test lernen muss, dann bleibe ich natürlich drin. Mache ich mir nicht extra... wie soll ich sagen? Mache ich mir nicht extra auf, nach draußen auf den Weg? Dann lerne ich lieber weiter. Du und dein Freund teilen sich einen neuen Kuchen. Das eine Stück sieht etwas groß aus. Welchen Stück nimmst du dir? Was ist das für eine blöde Frage? Ich... Das ist eigentlich egal. Ich würde immer sagen, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Kommt auch drauf an, welche Seite ich meinen Kuchen habe. Ob der groß ist, links oder rechts. Wo mein Freund steht. Nehme ich eben eine kleine. Du fährst in einen Geisterbahn. Plötzlich gibt es einen Stromausfall. Was tust du? Ja, was soll ich sagen? Sitzen bleiben bringt eigentlich nichts. Außer wenn ich oben bin, dann bleibe ich ja sitzen. Dann habe ich ja keine andere Wahl, sitzen zu bleiben, muss ich ja nicht extra aussteigen. Ich steige einfach mal aus. Was machst du in Ferien? Ich fahre in den Urlaub, ich entspanne zu Hause. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, das ist der 1. April. Sagt dir etwas? Ja klar. Dein Freund sagt dir im Sommer, dass draußen Meter hoch Schnee liegt. Wie reagierst du? Ich renne sofort ins Fenster. Ob ich renne? Ich sage, ich seufze. Ich will spazieren im Wald, begegne dir ein Wildschwein. Was machst du? Naja, ich gehe ruhig davon. Deine Eltern schenken dir eine große Menge Geld. Was machst du damit? Einen Teil spenden, alles sparen, sofort ausgeben. Sparen. Sarkasmus ist... Mein zweiter war nicht mein Ding. Was? Was? Mein zweiter Vorname. Naja, ich kann auch echt sarkastisch sein manchmal. Sarkasmus ist... Was? Was ist Sarkasmus? Hast du einen Hahn dran? Ich nehme einfach das hier. Eine Hängematte und eine Hüpfburg. Ich gehe zur... Hängematte. Hüpfburg. Gehst du hier baden oder duschen? Duschen. Das Wochenende ist für mich da, um... zu entspannen. Dein Fernseher gibt den Geist auf. Was machst du? Ich sehe mir das Testbild an. Was? Ich versuche ihn zu operieren. Ich mache was anderes. Ja, das würde ich immer. Auswertung läuft! Düt, 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 düt. Oh. Hm? Kulla, kulla, kulla. Ein Pokéball liegt im Schach. Nur zu persönlich. Sieh nach, welches Pokémon du erhalten hast. Böse, du gehörst Schillerst. Oh, ein Schillerst. Echt nice. Ich hab ein Platin damals auch ein Schillerst genommen. Immer. Platin, Perlen, Diamant. Das finde ich eigentlich gut. Nennen wir den einfach. Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Granny? Nein, niemals. Zu Granny. Gibt's nicht eine Obstsorte für ihn? Mit G oder... G... Gurke. Gurke. Ja. Wie soll ich denn...
Oh Gott. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Ist ja ganz gut gelaufen hier. So, ich bin mal so freundlich. Ich nenne ihn einfach Gurk. Grandios, die Maschine funktioniert. Gut, aber ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Danke, Professor, aber ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Es war eine Gemeinschaftsarbeit. Versuit, dieses Projekt könnte die Welt verändern. Wir brauchen allerdings noch ein paar Studien und ich möchte, dass du uns dabei hilfst. Du musst nicht weiter tun, als dich mit deinem neuen Partner zu beschäftigen. Reise mit ihm durch das Land und trage Kämpfe mit ihm aus, ganz so wie es sich für einen Trainer gehört. Dann zeigt sich wohl ganz alleine, ob ihr beide einander bestimmt seid oder auch nicht. Geht das für dich in Ordnung? Nein. Doch, natürlich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ach ja, bevor ich vergesse, wärst du so nett, ein Paket bei Professor Lambert vorbeizubringen. Thunderball ist in Hook City. Ich habe ihn versprochen, es schnell wie möglich vorbeizubringen. Ob dein Paket. Fairchild put the Paket in the wichtige Items Pocket. Ja, Denglisch. Ich zähle auf dich, das ist echt nice. Hier lernen wir nicht nur eine Sprache, sondern zwei Sprachen. Was laber ich da? Aufgabe 3 von 6, Professor Lamba in Hook City. Das Paket überreichen. Aber davor speichern? Speichere ich noch? Yes. Persönliche Game, ich habe immer noch kein Dings. Turbo-Treter. Deswegen müsst ihr mit mir leiden, dass ich so langsam laufe. Ich wollte schon zurück da uns bei uns zu Hause gehen, aber unsere Mutter ist ja weg. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Oh, hallo Pursuit, was sehe ich da? Du hast jetzt endlich ein eigenes Pokémon. Das bedeutet wohl, dass du dich auf eine Großreise begibst. Ganz wie deine Mutter. Du weißt ja, dass es immer ihr Traum war, die Welt zu erkunden. Das Niemandsland zu forschen ist keine einfache Angelegenheit. Es ist riesig. Voll Irrwege, Gefahren, Geheimnis und starker Pokémon. Aber keine Sorge, deine Mutter hat ja nicht so einfach den Zugang zum Niemandsland gewährt bekommen. Sie ist eine starke Trainerin, das weißt du ja. Und ich wette, du wirst ein mindestens genauso starker Trainer sein werden. Na, wie die Zeit vergeht. Ich muss langsam los. Alles Gute wünsche ich dir dann noch. Hallo. Noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Hi, wer bist du? Ach, unsere Mutter ist Niemandsland. Was sie da wohl macht? Die ist ja eine Professorin. Hallo, pass gut auf dich auf, Pursuit. Die wilden Pokémon sind nicht zu entschätzen. Das werde ich. Was ist das? Ah, so. Ist eigentlich nice, dass die auf Englisch sind. Da kann jedersprachige Mensch das bedienen. Route 1, Westen, Viola, Osten, Hook City, Norden, Route 10. Hallo du! Diese Stufen hier kann man nicht hochklettern. Dafür kann man sie umso besser runterspringen. Ja, wie kann man sich hochklettern? Das ist ja nur halb so groß wie hier und wir können nicht hochklettern. Ich würde jetzt am besten springen oder so, aber es geht ja nicht. Tipps für Trainer. Meines hohe Gras, wenn du nicht gegen Gilde Pokémon kämpfen willst. Aber natürlich. Das werden wir natürlich befolgen. Das ist unser erster Pokémon-Kampf. Und wir sehen Taubsi. Los, Gurk. Und sollen noch ein. Wir nennen natürlich Tackle. Hallo. Das verwirrt mich ein bisschen. Tackle. Ja. Ein Gegner macht. Ein Glückstreffer. Noch ein Glückstreffer und wir sind K.O. Ja, wir hatten 23 Erfahrungspunkte. Dass wir dann ausrechnen, dass wir nach dem ersten Kampf heilen müssen. Das gibt's doch nicht. Und wir haben nichts. Und noch nicht mal einen Turbo-Treter. Na, was drück ich da? Ist da ein Turbo-Treter? Ein Trank. Ja. Ich brauche mich nicht zu healen. Das ist doch unnötig. Doch. Wobei, ich habe ja Persinelbeeren.
Na, ich nehme mal einen Trank. Und dann gehen wir zur Pokémon-Siedelbeere. Das setzt er nämlich dann ein, wenn ich... Wenn das Pokémon... Wenn unser... unser Quark hier Schaden nimmt. Ja, so viele wenn. Wenns und wenn. Ja, unser erster Trainerkampf. Hallo? Der will nicht. Je nach Gebiet tauchen andere Pokémon auf. Ich suche nach Käfer-Pokémon. Aber ich glaube, es gibt hier nicht. Ja. Das Leben ist eben hart. Wie die Kämpfe hier. Ein Radfratz. Ja, das nenne ich mal Schaden. Der arme Gegner. So. Springen kann er aber gut rennen auch, aber nicht. Springt mit einem schwungvollen Einsatz. Noch ein Ratzfratz. Gurk. Ich werde euch nämlich alles zeigen. Deswegen müsst ihr mit mir die Kämpfe leiden. Oder spannend zusehen. Da haben wir doch gleich jetzt ein Level-Up bekommen. Zu 2 Lebenspunkte, Angriff, Rest 1. Yeah, da freuen wir uns. Wir freuen uns einen Keks. Auf jeden Fall gerade einen Pokéball holen. Und bei mir wird es gerade irgendwie heiß. Yeah. Oh, unser Gurk ist ein Vibe. Aha. Ihr könnt gerne das in den Kommentaren schreiben, was ihr gerade gedacht habt. Wer sieht wie ein Gegengift? Ah. Noch mehr. Mehr Dinge, Sachen, die wir brauchen. Das Vergnügen ist spürbar. Wir wollen nicht kämpfen. Sind dann deine Pokémon müde, sollst du sie in ein Pokémon-Monster zerbringen. In Hooksteep sind Pokémon-Monster. Schau am besten mal vorbei. Ich bin gerade auf dem Weg. Danke für deinen Rat. Will er kämpfen? Hallo, mein junger Freund. Du bist noch nicht lange ein Pokémon-Trainer. Das sehe ich. Aber mach dir nichts daraus. Jeder fängt mal klein an. Ich denke, es könnte nicht schaden, dir einmal die wichtigsten Gebäude einer Stadt zu zeigen. Du wirst mit Sicherheit nicht drumherum kommen, sie einmal aufzusuchen zu müssen. Folge mir, der Rundgang dauert auch nicht lange. Ihr alter Mann. Das hier ist das Pokémon-Center. Wenn deine Pokémon verletzt wurden, kannst du sie hier kostenlos behandeln lassen. Ja, dieses Mädchen hat mir auch beraten. Das ist ziemlich praktisch und unverzichtbar auf deine Reisen. Das dort ist das Labor von Professor Lamba. Fast jeder Ort hat ein Labor. Fast jeder Ort hat ein einzigartiges Gebäude sozusagen als Wiedererkennungswert. Sorry, ich musste mich versprechen. Ich bin nämlich nicht ganz jung und alt. Hier sind Wasser. Manche Pokémon kannst du nur im Wasser fangen. Seen, Meere und Flüsse, überall wo Wasser ist, kannst du deine Angel auswerfen. Das Gebäude dort drüben ist der Pokémon-Markt. Viele nützliche Items kannst du dort verkaufen. Kaufen. Stärke so deine Pokémon oder kauf Pokébälle, um dein Team erweitern zu können. Ja, Popobälle. Dort geht es zur nächsten Route. Alle Städte sind dort durch Routen miteinander verbunden. Dort sollst du besonders vorsichtig sein, denn es warten wilde Pokémon und kampflustige Trainer auf dich. Okay. Ja, und ich hier wohne. Ich hoffe, ich konnte hier ein wenig behilflich sein. Komm mich einmal zu Hause besuchen, wenn du ein paar Fragen hast. Ja. Das hat uns nämlich sehr geholfen. Und ich wollte eh ins Pokémon Center. Deswegen gehen wir uns auch da rein. Yes. Was wir am dringendsten. Was wir am dringendsten brauchen, ist ein Turbo-Treter. Oder zwei Turbo-Treter. Oder vier Turbo-Treter. Für unsere Hände passt es auch ganz gut. Warum denn nicht?
So. Danke für den Besuch. Komm, ihr seid wieder vorbei. Hallo. Ach, du bist bestimmt dieser Persuit. Professor Ohm schickt dich, oder? Er hat mir schon von dir erzählt. Ehrlich gesagt, habe ich mir dich ein wenig anders vorgestellt. Du siehst so schwach aus. Haha. Wie, was? Ich heiße, ich wüsste nicht, was sich das anbietet. Aber du wirst meinen Namen früher oder später sowieso erfahren. Wenn er dich überall in den Medien zu hören ist. Ich werde nämlich den größten Pokémon Trainer aller Zeiten. Haha, wie sollen wir ihn nennen? Wir nennen ihn, Wir nennen ihn einfach mal Ronny. Ich habe irgendwie an Pepperoni gedacht. Keine Ahnung, warum ich jetzt dauernd an Obst denke, aber wegen seinen roten Haaren. Hi, nenne ich ihn jetzt Roni. Pepperoni. Naja, meine Sicht sind heute nach Fügel gezogen. Aber die Sorge ist echt lahm. Darum beginne ich auch heute meine Reise als Pokémon-Trainer. Ich gehe mir jetzt jedenfalls mein erstes Pokémon holen. Dich werde ich schon noch einholen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Hahaha. Roni, dann scheint von Krypto. Aha. Ja, du hast groß reden. Auf mit die ganzen Mal zum Pokémon-Lager. Die Pokémon schickt dir ein PTCPT zur Verfügung. Oh, zwei. Chanera. Willkommen, Pokémon Center. Hier eine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, ich nehme eine Pokémon für einen Moment in Obhut. Jo. Danke fürs Warten. Wir haben deine Pokémon geheilt. Kommen sie jetzt wieder vorbei. Na, ich komme sicherlich vorbei, wenn meine Pokémon Schaden genommen haben. Ich denke, ich beende diese Folge jetzt. Ich glaube, das reicht für eine erste Folge zu einem nagelneuen Projekt hier in Pokémon Mondweiß. Und zwar von Stevie. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn ich manchmal verplappert habe. Jo, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, Leute.